Ich habe einen Eisbären getötet. Nice. Nicht Hammer. Alleine, ich habe einen großen Freund. Also offensichtlich ist euer Team A2.0, weil ihr greift hier schon wieder gegen Teammates an, aber ist sehr gut. Nein, ich wollte nur deine Reflexe austesten. Mhm, bestimmt. Alter, wie viele Fallen wollen sie bauen? Ich mach das mal eben, oder? Jawohl. Gut. Was haben wir denn jetzt für einen Auftrag? Das ist jetzt die nächste Frage. Wir liegen neben ihrem Tisch. So, wenn ich jetzt nur noch das Schlosszimmer zum Vervollständigen habe, was macht denn Sinn, was ich dann jetzt am besten mache? Einfach looten, farmen oder? Wir haben jetzt die meisten Herstellungssachen gebaut. Das heißt, wir können jetzt erstmal ein bisschen farmen alle, ja, da wir Rohstoffe brauchen. Wir können natürlich auch Bosse weitermachen, das ist auch mal eine sehr gute Idee, damit wir neue Rezepte und neue Forschungssachen und so kriegen. Es gibt ja noch viel mehr Bosse. Es gibt sehr viele Bosse. Es gibt wirklich. Aber ich bin noch nicht. Also ich muss meine Ausrüstungsstufe erst erhöhen, damit ich mehr Bosse machen kann. Das heißt, am meisten. Das ist so ein Kreislauf. Man haut einen Boss um, kriegt Rezepte, verbessert Item-Level, kriegt neue Bosse. Ja, also mir fehlt noch. Haut die neuen Bosse um, Item-Level. Okay. Das geht dann immer wieder. Grundlegende Frage: Macht es Sinn, bei 10 Leuten hier in der Gemeinschaft alle Sachen von Ressourcen überall random reinzuwerfen? Weil ich habe zum Beispiel richtig viel Kupfer gesammelt und das jetzt einfach reingehauen. Aber ich will jetzt nicht einfach zur Schmelze gehen und da das Kupfer rausziehen, das ich brauche. Weil das dann, glaube ich, Frustrationen auslöst, wenn Leute farmen und dann nie Ressourcen selber haben. Für mich ist das fein. Also für mich kannst du jederzeit alles an Ressourcen nehmen. Okay. Ich werde halt auch. Dann gehört jetzt alles mir. Nicht lange spielen. Und ich werde heute auch ziemlich viel farmen, sodass ihr dann halt im besten Fall so Basic-Ressourcen morgen nicht einfach nehmen könnt. Wir werden heute wahrscheinlich nicht so ultra lang machen. Ja. Wenn du um 10 Uhr morgens nicht online bist noch, Bart, und ja alles voll mit Holz und Kupfer ist, morgen dann, während der Prime League nehme ich Laptop mit und zocke von da, also. Das ist eine andere Dedication. Ja, das ist, Sag das nicht meinem Arbeitgeber bitte, danke. Ich ruf da jetzt erstmal an. Ja. Hallo? Dankeschön, Ingrim, für 27 Monate und in Tier 2 Sub, dankeschön. Das ist diese große Schatzkiste hier hinten, die so ein Maul hat und eine Zunge. Wenn ihr da Sachen reinwerft, dann zersetzt die und ihr kriegt die Rohstoffe, aus denen die Dinge bestehen, wieder. Also werft da nur Sachen rein, die ihr nicht mehr braucht. Woher hast denn du den Verschlinger schon? Den habe ich gebaut. Ja, aber das Rezept, woher hast du das? Achso, ich habe zwischendrin einen Boss gemacht, während ihr einen anderen Boss gemacht habt. Ah, okay. Der lief dann neben euch draußen im Raum vorbei. Ja, klar. Der ist nicht so stark, das ist so ein Bogenschütze, der hat 3 Attack-Moves. Ach, Lydia, ja. Wir sind alle solche Profis. Oh, dann Maxim. Ich freue mich, Kini, die Frostbogenschützen. Pia, hast du die schon? Wen? Pia hat die schon, ja. Die haben wir gemacht. Die Frostbogenschützen habe ich schon, jawohl. Okay, ich habe die noch nicht. Dann gehe ich die noch machen. Wo ist Maxim, der Alte? Ich glaube, der ist aufgegangen. Ah. Ja. Ich wollte ihm eigentlich meine Rüstung andrehen. 1955 ist der aufgegangen. Ah. Ich hab mir auf der Karte angezeigt. Der liegt im Sarg wahrscheinlich, ja? Ja, wahrscheinlich. Pennt hier. Salu hat es auch nicht mehr in den Sarg reingeschafft, ne? Wir müssen jetzt diesen scheiß Nebel den ganzen Tag über brennen lassen. Ja, aber wir sind so viele Leute, dafür sollten wir eigentlich genug Ressourcen zusammenkriegen. True. Leg den jetzt vor die Tür legen. So. Ich wollte nicht schlafen. Ich überlege, ob ich ein Pferd besorgen gehe. Let's go. Wir können die halt erst halten, wenn wir Wasserflaschen für die bauen, ne? Damit die nicht verdursten. Das stimmt, ja. Ja, oder wir fressen sie. Pia, also ich weiß nicht, ne? Ich verspüre bei dir irgendwie so eine aggressive Ader gerade. Nee. Nee, überhaupt nicht. Okay, dann habe ich mich gehört, glaube ich. Oh, da ist noch so ein fetter Steingolem. Los, farm für mich. Ich hätte schon Bock auf PvP. Ah, naja. Los. Ich glaube, da sind wir noch ein bisschen zu behind. Farm für mich. Den Steinbrecher habt ihr schon gemacht, ne? Erol? Dann ruf ich wahrscheinlich auch. In der Tat. Ja. Trapper Camp, da war das. Oh Gott, der hat mich getroffen. Nein, ich steck fest. Au, warum steck ich fest? Nicht gut. Hm.
Diese latente Gewaltbereitschaft, die in jedem zweiten Satz mitschwingt. Hä? Gar nicht wahr. Ich habe keine latente Gewaltbereitschaft. Oh, ich glaube, ich schaffe die alleine nicht. Latente Gewaltbereitschaft. Warte, haben wir die Mühle schon gebaut? Ich bin auf dem Weg zu der Hölle. Ja, Steinmühle ist am Rand. Steinmühle ist am Rand. Schmeiß da mal eine Steine rein. Der war doch fast tot, Pia. Hä, nee, ja, war der noch nicht. Hier ist ganz viel Adblocker. War der fast tot? Der war nicht fast tot. Ja, kein Adblocker der leider. Verarscht mich. Es bringt auch gar nichts gegen Ads. Adblocker ist, der hilft nur gegen Werbung im Internet. Er hat auch noch volles Leben. Ja, sorry. Ich werde hier nur verarscht. Das ist die gleiche. Wir haben gerade einen 59% okay, Lauf, okay, okay, ja, okay. Gerne genommen. Okay. Okay. So, okay. Jetzt bin ich da, oder? Nice. Kämpfen die jetzt miteinander? Ja. Oh ja. Super. Oh, Vorsicht. Ja, das hat es ein bisschen schwerer gemacht, muss ich auch sagen. Oh ja. Ich wollte irgendwas tracken, ne? Da ist er. Was macht ihr gerade? Die Frostbogenschütze nochmal. Ich habe einen Eisbären getötet. Nice. Nicht aber alleine. Ich habe einen großen Freund. Der mag mich nicht, aber ich mag ihn. Und der tötet für mich Dinge. Ist sehr nett. Ich bin kurz davor, ihn meinen Eltern vorzustellen. Komm dir mal, also ich komme mal in deine Nähe. Hier wird bestimmt eine Karte geben, wo man sieht, wo die ganzen wichtigen NPCs sind, ne? Was meinst du mit Karte? Nee. Also, es wird ja wahrscheinlich immer dieselben Orte geben, wo man die Named NPCs hat, wo man entsprechend die Fähigkeiten bekommt, ne? Das ist dieser goldene Genau, Ring. Du hast halt den Altar, auf dem du die tracken kannst und dann hast du diese Blutspur, die in die Richtung zeigt. Stimmt. Aber du siehst in der Beschreibung halt auch sehr oft so, hey, das hier ist Holzfällermann, der Holzfäller. Der wohnt übrigens im Holzfällercamp. Und dann kriegst du auf der Map und dann kriegst du halt... Ja, siehst ja, wenn du irgendwo drüber hast, über diese Dinger, was es für ein Loot gibt und was da ungefähr ist. Wenn du schon mal da warst. Ah, der Ring ist kaputt. Okay. Ja, Bart schon gemacht. See. Ja. Waffenschmied müssen wir umhauen wahrscheinlich, ne? Grayson. Oh, die Karte ist richtig groß. Die Karte ist richtig groß. Und die anderen Gebiete sind so schön, Angelo. Ich freue mich schon so drauf, die mit euch alle anzugucken. Das wird das ist wirklich geil. Das wird sehr, sehr geil. Gibt es, das ist eine ernst gemeinte Frage. Oha, was ist denn das hier? Terrorclaw der Ogre. Ja, moin, ich immer wieder weg. der ist Totenkopf. Gibt es Sachen, die ich primär mit der Maus machen kann, weil ich merke, dass meine Hand langsam anfängt zu schmerzen? Ach so, du meinst, weil ich ja mit also rechte Hand geht, aber die linke ist ja noch gebrochen. Und das Ding ist, ich muss halt relativ Du darfst ja halt einfach nicht die Hand brechen, also wirklich. Du kannst hier Auto laufen auf dem Mausbutton links an der Seite, das habe ich auch gemacht und dann musst du halt immer Start und Stop machen, aber theoretisch geht das. Genau. Okay. Und, du kannst auch, wenn du Rechtsklick gedrückt hältst, dann change der die Richtung, in die du guckst und läufst auch immer in diese Richtung. Ne? Ja. Das heißt, du brauchst dann wirklich Start, Stopp, vielleicht noch eine Ability auf der Maus oder so und dann kannst du schon sehr, sehr viel farmen. Nice. Ist dann der Vampirjäger, Totenkopf. Ja, den Chat sagt, ich soll die Leute mit Spinnenphobie warnen, falls einer von euch Spinnenphobie hat. Es gibt ich würde euch jetzt warnen, auf euch läuft gerade Tristan zu und der tötet euch jetzt auch gleich. Ja. Hallo Tristan, Mensch, schön, dass du da bist. Welcher Tristan? Den kriegen wir auch nicht. Der in der 50% haut er uns immer weg, glaube ich. Ach, der Vampirjäger, ne? Ja. Wo gibt's denn Blutrosen? An sehr vielen Wäldern. Aber direkt gegenüber, wenn du runterkommst von unserer Burg, da hast du auf jeden Fall welche. Gott, ich hasse Sonne. Kann es nicht regnen? Warum sind wir nicht in England? Ja. Eine Holla. Das ist eine berechtigte und gute Frage. Ja, die Sonne ist ziemlich geil. Ach, was macht diese große, fette Pflanze außer Aua? Kann ich jetzt schon solo? Nee, kannst du nicht. Nee, kann ich nicht. Ab 50% eh nicht mehr. Also anfangs kannst du alles dodgen, aber irgendwann kriegt der zu dieser Auto-Hits zu. Ja. Dann haut er dich einfach weg. Nee, ich habe Jade versucht zu fighten letztens. Diese andere Vampirin. Also es gibt ja sehr viele Vampirjäger, die so Biblatt haben. Und die ist echt gut dodgeable. Au, 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 au. Bestimmte Fähigkeiten. Ja. Blutrosen liegen übrigens in einer Kiste, irgendwo im Lager. Ja, aber ich will auch rausfinden, wo es die gibt, weil ich will die ja nicht nur von euch klauen. Eventuell ist in unserem Lager ein Steingolem, der gerade da noch gehauen hat. Was? Wer hat die Tür offen wieder? Nein, das würde mir nie passieren. Ich bin gestorben.
Das wird jetzt sehr, sehr witzig, den herauszukriegen. Stopp den raus. Hier ist so ein Baum, der will mich töten. Das ist ein Triant, ja. Der ist so ähnlich wie der Steingolem. Hallo Tarek. Das ist ein Baum, der will mich töten. Der Baum. Ich werde sterben, aber alles für die Tür. Wir zählen Dalu nicht, dass er gestorben ist, okay? Nee, alles gut. Wer würde denn sowas erzählen? In einem Stream, wo lauter Leute zugucken. Dalu würde so oder so sterben, weil der liegt draußen, der hat sich in den Sarg reingelegt und an dem Moment, in dem es Tag wird und keiner die Nebelmaschine anmacht, ist er eh weg. Das ist, also sagen wir einfach, es war die Sonne. Ja, der wäre, also Dalu wäre so oder so gestorben. Ja, war die Sonne. Dankeschön, Sahani, für die 18 Monate. Dankeschön, Dankeschön. Dass er sich auch nicht reinlegt, Mensch. Ja, ja. Naja, Spassi. Ich glaube, ich würde Rufus machen. Wird ihn jemand mitmachen? Beck oder? Ich würde mitgehen. Habe ich den schon? Ich glaube, habe ich den schon? Ich muss kurz gucken. Den haben wir schon, ne? Dann das nicht. Ist der, ja, ja. Den können wir gerne machen. Nee, ich habe den noch nicht. Also, wir können den gerne machen. 50%. Aber eventuell willst du, also, es ist im Gegnergebiet, eventuell willst du deine Rüstung vorher mal upgraden. Kann ich das schon? Ja, kannst du. Mit Faden und Leder, glaube ich. Davon sollten wir auch noch ein bisschen was haben. Ich habe schon die plattierte Knochenbrust. Meinst du die? Ich meine die Nachtschrateweste, falls du es gerne auf der. Ach ja, die gute alte Nachtschrateweste. Ja, ich sehe gerade. Nachtschrateweste. Gute alte. Kann ich mir ein bisschen Kupfer holen? Klar. Und dir dann alles. Dann würde ich mir nämlich eine Kupferkeule machen und Kupferfarben nehmen. Das ist richtig gut. Das brauchen wir nämlich auch zu kaufen. Ja, okay, wir haben nicht genug Kupfer. Also weder Erz noch. Ich habe noch ein bisschen. Ich kann dir gleich was geben. Faden. Ich lege dir Leder und Faden in die Werkbank. Ah, danke dir. Ich 16, das ist super viel. Ich brenne. Ah, es reicht leider nur nicht für die Stiefel, glaube ich, sehe ich gerade. Aber gucke ich gleich mal, was übrig bleibt. Ein Schmelzofen ist auch aus. Ah, da ist nicht alles auf Betrieb gerade. Da könnte man noch ein bisschen mehr rein. Ich habe es reingepackt, ganz links. Okay. Danke, danke. Mir fehlen noch 4. Hat noch jemand 4 Kupferbarren zufällig? Leider nicht. Ich guck gerade auch mal die Kisten durch, aber es sieht nicht so aus, als wäre noch Kupfer drin. Wir haben halt eine Menge Kisten mittlerweile. Ja. Haben wir noch Fäden? Wisst ihr das? Ich glaube nicht. Höchstens im Inventar von den Leuten. Aber die Kisten sind leer, glaube ich. Okay. Das wird auch eine Arbeit sein, glaube ich, das alles zu sortieren, ne? Bitte. Ja, ja. Das mache ich alles heute Nacht gegen 4 Uhr morgens. Ja, moin, Alter. Ja, moin. Maxim wird morgen einfach früh anfangen zu spielen. Aber wobei, es kann sein, dass Maxim richtig viel macht. Maxim und ich sind für morgen um 11 Uhr zum Suchten verabredet. Geil. Also. Ja. So. Ich mache die Woche ganz spontan. Ja, ich werde halt wirklich gucken, dass. In der Zeit, wo ich nicht arbeite, ja, wirklich die ganze Zeit hier bin. Ich habe jetzt feste Streamzeiten, ich kann leider nicht vorher. Das ist vollkommen okay. Da kann ich nicht gegen verstößen. Verstößen? Verstoßen. Komm mal, so Bayern, weißt du, das ist... Ich hab noch einen gefunden. Du musstest... Pia, du müsstest doch Verständnis haben. Du sprichst auch kein Deutsch. Genau deswegen habe ich kein Verständnis, weil ich auch die ganze Zeit gemobbt werde für meine Sprache. Aber nicht von mir. Ja, aber ich muss es ja weitergeben. Der Kreis muss ja weitergehen, der Mobbingkreis. Okay, der darf ja nicht enden bei mir. Wenn du möchtest, dann ja recht. Mal rübergehen. Also das Ding ist, mir fehlen noch 3 Kupferbarren und ich kann gerade keinen Kupfer abbauen. Weil ich keine Waffe dazu habe und es nicht einsehe. Du kannst Kupfer auch mit den verstärkten Knochendingern abbauen. Ja, aber die habe ich ja nicht. Also es wäre halt irgendwie Ressourcenverschwendung, wenn ich dir. Dann droppe ich dir doch einfach meinen. Bitteschön. Nice. Und dann kannst du das machen. Und Angelo und ich gehen mal den Dude besuchen in dem Bergwerk. Okay, auf geht's. Ich glaube, du musst das Ding sowieso bauen, damit du es dann upgraden kannst. Oder? Ach nee, bei den Waffen ist das nicht so, nur bei der Kleidung. Ich markiere mal, wo wir hin müssen. Ah, ist schon markiert, da ist schon X. Ja, dann gehen wir einfach da hin. Wo denn? Unten rechts im unten links im Gegnergebiet. Die Banditenkupfermine ist das. Mhm. Da müssen wir einmal rein. Und wir können einen Zwischenstopp machen im Banditenholzfällerlager. Das ist das andere X, wenn du möchtest, weil da ist
auch ein Boss, glaube ich. Ja, gerne. Euch, der Vampirjäger, der läuft mir hinterher. Das gibt's ja nicht. Ah, der ist ja auch ein Vampirjäger. Und du bist ein Vampir. Albert. Woher kriege ich raue Fäden? Also wie stelle ich die her? Wenn du mal auf die Map guckst und über bestimmte Dinge drüber fährst, dann siehst du da halt immer so raue Faden. Also das sind mega Dinge, die lootet man einfach. Ist mir auch noch nicht aufgefallen. Alles klar. Wenn du über den hellen Gebieten hast. Kannst du später auch craften. Ah, der raue Faden, den muss man looten, den findet man, den kann man nicht herstellen, ne? Den kannst du später craften, aber wir können ihn nicht craften. Dafür geht nur ein bisschen was. Habe ich gerade meine Schuhe weggeworfen, die ich gerade gecraftet habe? Bitte nicht. Oh nein. Nein, ich habe sie weggeworfen. Oh, it hurts so much. Ja, it's a feeling. Ist es nicht in der Werkbank, oder? Ist es in der Werkbank? Da ist es in der Werkbank. Jawohl. Geil. Die kleinen Dinge im Arsch. Da spielst du auch im Early Access, oder? Ja. Ich finde, dafür hat es halt, also fühlt es sich so rund schon an, overall. Übel. Das ist ja voll krass. So viel an Content schon drin, so das ist das, was ich so mit am krassesten finde, einfach. Was denn, oh, ich habe hier so eine Bogenschützin, die ist fast tot und die ist böse. Ja, dann lutsch einfach sie aus. Alles töten. Lutsch sie aus. Die schön. Rising ist nicht Early Access, oder? Das ist doch komplett voll released. Ja, das ist ein Boss. Ja, deswegen. Ich glaube auch, dass es voll released ist, aber. Ja, ich glaube nicht, dass es voll released ist. Aber das kennt man heutzutage nicht mehr, dass Spiele voll released rauskommen, also. Der tötet uns sehr schnell, wenn er Bock hat. Ach, die fighten gegeneinander. Ja, interessant. Ah, lol. Aber können wir die denn nicht trotzdem aussaugen? Wenn die fertig sind dann miteinander? Oh, das ist. Never mind, das ist Early Access. So auf der Karte gucken und dann. Ah, da unten rauer Faden. I see. Dann kann ich ja eigentlich einfach. Oh, dann sie ist wieder voll. Ah, hat sich geheilt. Schwierig. Mach mal nicht, bitte. Frage ist, lässt der Vampirjäger uns nochmal in Ruhe in unserem Leben oder haben wir jetzt für immer mit dem zu tun? Hallo? Ja, für immer, also der hat echt gar keinen Bock, der Vampirjäger. Ja, ist er. Vorsicht, Arsch. Ja, die sollen mal gegeneinander kämpfen einfach. Ja, dafür müssen wir, glaube ich, einmal ein bisschen weggehen von denen. Ja, okay. Das ist echt nicht so geil gerade. Geh mal weg, da Tristan, mein Mäuschen, was ist mit dir? Gar kein Thema. Kämpft man gerne gegen sie? Machst du wahrscheinlich schon, ne? Ich hab sie mal so ein bisschen auf dem Leben gehalten, was sie gerade hatte. Ja. Ist so krass, dass du die Ability hast mit dem. Nein, ich hab Silber in meinem Gesicht. Vorsicht. Der hat aber auch Bock. Au, 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 au. Jetzt hittet sie eher mich, das ist nicht so geil. Willst du denn kämpfen wieder gegen sie bitte? Nicht, dass sie resettet? Ja, mach ich. Ich renn weiter. Sag Bescheid, wenn ich zum Saugen kommen soll. Gut, ja. Mach ich. Ein bisschen ist noch. Ein bisschen muss ich noch. Oh. Ah, dann ist es doch noch im Early Access. I see. Oh, er rennt da weg von mir. Was? Vielleicht hat jemand anderen getrackt? Sieht aus wie kleine Spermien. Ein höherleveligen Vampir? Überall am Rand. Lieber tracken von meinem Dingsterbumster. So, bin wieder auf dem Weg. Das sieht doch gut aus. Da ist sie doch fast. Ach, da hinten kann ich hoch. Oh, hallo, Kadel. Ja, ich versuche ja. Es sind so kleine Spermafädien. Nein, ich habe das nicht gesagt. Oh, der hätte dich. Ist halt alles meine gut. Assoziation, was soll ich tun? Ja, moin, Alter. Oh, Leute. Sehr gut. Und weg von ihm. Aber haben wir es beide, oder? Ja, wir haben es beide. Geil. Das war ja Abenteuer, hör mal. Ja. In welche Kiste soll das Silber? Oben haben wir eine. Wir können später auch eine Kiste bauen, auf die nur unser Clan zugreifen kann. Da sollten wir sowas wie Silber reinmachen, dass wirklich niemand das klauen kann. Gute Idee. Okay. Wo packe ich es jetzt hin? Einfach an irgendeiner der Kisten, wirklich. Okay. Mein Opfer wurde abgegeben. Mal hier runtergehen. Mhm. Und dann hätte ich jetzt schon gern noch so ein hübsches Oberteil. Welche Farbe? Ja, so grün-rot. Geil. Mhm. Naja, finde ich auch ganz hübsch. Aber ich hätte auch gerne jetzt auch noch so Schuhe und so eine Sache. Und das ist halt.
ja, alles nicht so, wie ich es gern hätte. Mhm, fühle ich. Das kenne ich. Also ich will mich ja nicht beschweren, aber... Aber. Aber es könnte auch besser laufen gerade. Konter ist schon wichtig, oder? Oder würdet ihr den Skill rausnehmen? Ich mag das eigentlich total. Es kommt auch darauf an, wie du spielen willst. Ich habe halt mit einem Schild und einem Konter gespielt sogar. Ich glaube, als zum Beispiel Bogenschütze oder wenn du mit der Armbrust spielst, ist es auch gut, wenn du einen Konter hast. Aber wenn du jetzt irgendwie, sag mal, du willst viel auf Spells gehen oder so, dann brauchst du nicht zwingend einen Konter. Dann gibt es auch andere Optionen. Muss mal gucken, was für deinen Spielstil einfach am angenehmsten ist, ne? Ja, also ich habe gerade diesen Spell, diese Chaos-Salve, was wir gerade freigestellt haben, das ist halt schon cool, ne? Also das macht halt extrem viel Schaden. Ja, gegen Mobs ist die auf jeden Fall richtig gut, gegen Spieler ist sie so mäßig, weil du halt aus der zweiten, aus der starken Schadensinstanz so easy rauslaufen kannst. Ich will unbedingt auf Chaos gehen, ich finde Chaos sieht mega cool aus. Ah, guck mal hier, PvP, das mal wegmachen. Ja, da bin ich am Start. Wo ist PvP? Einfach in Gebiet B am Start, ja. Könnt ihr das irgendwie pingen auf der Karte? Bei uns direkt, das siehst, müsstest du sehen. Ja, wir haben ihn aber gleich. Ziemlich sicher. Jawohl. Ja. Ach, ihr seid ja da drüben. Ich weiß nicht, was ich von halten soll, ne? Oh, das ist sogar der Boss. Den wollten wir eh machen. Ja, dann passt das. Der Loot ist noch nicht respawned. Das ist sehr bitter. Schön. So, einen Boss haben wir, aber der andere, den wir eigentlich machen wollten, ist noch weiter unten rechts. Aber stark. Er ist ein Fight gewonnen hier, hör mal. Das stimmt. So, der erste, den wir gesehen haben, das war alles fair and square. Mhm. Boah, wir haben sogar Ungeziefer-Salbe. Lecker schmecker. Welchen Boss macht ihr? Den Spieler. Welchen Boss macht ihr? Du hast über den Boss geredet. Ja, wir haben Rufus gemacht. Den Holzfäller, den habt ihr aber schon. Da war der vorhin. Ich muss, was für Ausrüstung muss ich haben, damit ich die Dinger tracken kann? Müssen das die Werkzeuge sein oder muss das die Kleidung sein, die ich trage? Dein generelles Ausrüstungslevel. Bei mir ist eine komplette Gang. Achso. Also, du bei brauchst dir ist eine Gang. Ja, Lara, Gorg. Okay, aber du bist auch super weit im Westen. Ich bin ein bisschen weit drüben, ja. Das denkt sich, oh ja, hier danke ist noch schön, ein Boss, den ich abklappern kann. Monate. Ja, danke schön. Genau. Brauchst du Hilfe? Hello. Sollen wir kommen und uns kloppen? Ist das der Plan? Also ich komme vorbei, um mich zu kloppen. Ich wäre auch mit dabei. Ich komme noch mal kurz rein und dann bin ich aber raus. Ich muss meinen Rechner einmal kurz durchchecken. Das klingt nicht gut. Nee, ich glaube, es ist irgendwas locker oder so. Ich hab, Strom weg wahrscheinlich. Also, okay, das ist wirklich nicht so geil. Das klingt scheiße. Ich drück die Daumen, dass nichts Ernsthaftes ist. Das ja. Lachen war gerade übrigens nur wegen der Hintergrundgeräusche. Ja. Nee, ey, du, wie komme ich in die Hochbad? Alles nochmal feststecken. Okay. Drück die Daumen. Du. Ja. Dankeschön. Andere Seite? Nee, du kommst da nicht hoch. Das ist nur ein Ausgang. Du kommst nur aus dem oberen Gebiet hier unten lang. Du kannst durch solche Risse in den Bergen, kannst du aber auch mit Equipment. Das heißt, du kannst dann halt, wenn wir im Norden irgendwas farmen, so einen Riss nach unten nehmen und dann sind wir halt ein bisschen schneller. Bart? Ja. Du wolltest doch Wasserflaschen, oder? Für dein Pferd. Wenn wir welche holen, brauchen wir. Ich hab zwei. Okay, ich hab hier Knechti und Smith Hiller da und wir vertreiben die Leute gerade von dem Wieblatt, falls ihr da zustoßen wollt. Ich komme. Ja. Ich muss nur meine Sachen abgeben. Sehr weit im Westen, ne? Schobi von gerade eben. Man kann aber rüber teleportieren, wenn du deine Sachen ablegst. Ja, wenn du willst, komm ich zurück. Also ich würde gleich dazu kommen. Ich muss nur meine Sachen schnell weglegen, weil ich habe so viel Zeug im Inventar. Das wäre nicht so gut, wenn ich das alles mitnehme. Ja. Und dann kannst du direkt neben der Base mit dem Teleporter nehmen. Bist sofort da. Und dann können wir das Wieblatt hier machen vielleicht. Aber alleine habe ich Angst, dass sie mich einfach umballern. Okay, ich brauche Hilfe vielleicht. So schnell bin ich nicht. Ich bin hinter euch. Wir können turnen, wenn du möchtest. Bin drauf auf jeden Fall. Okay, ich muss eine Leine umhauen. So, und ich muss teleportieren, ne? Genau, einfach nach
Der Schrein. Kann ich von unserem Schlosszentrum? Nee, von dem kann ich nicht. Da müssen wir gucken, dass wir rauskommen, Maybe. Die haben nämlich schon Schwertskills. Das ist nicht so gut. Ja, das machen wir trotzdem. Wir sind krasser. Hab Vertrauen. Wir sind B-positiv. Danke, Holla. Tschüss, bis morgen. Okay, ich bin down. Ciao. Ciao. Was a little bit too much. Nein, wo seid ihr? Ich komme. Ich bin gleich beim Portal. Ich bin gerade am Baum hinterm Heilen. Am Baum hinterm Heilen, perfekt. Am Baum hinterm Heilen, jawohl. Ja. Ach, wir sind's einfach. Wir hätten uns Team Sprachfehler nennen sollen. Das wäre, glaube ich, besser gewesen. So, zu welchem Ding teleportiere ich mich? Zum Team Linguistik. Zum unteren, zum linken, links oben. Da, wo ich bin. Ich sehe dich nicht im Teleportfenster. Ich muss mal gucken. Der obere von den. Ach, dort. Ja, jawohl. Oh, jetzt werd ich gechased. Eieiei. Oh, ich bin gespannt, wie das gleich wird. Glaub ich. Ja, ich glaube schon. Aber wir haben First Blood, das reicht. Reicht das? Das reicht vollkommen. Ich glaube, wir sind diejenigen, die den ersten Kill auf dem Server gemacht haben. Das sage ich jetzt einfach mal so, auch wenn ich es nicht weiß. Ja, bestimmt, ja. Waren wir, 100 Pro. Oh, scheiße. Man muss nur dran glauben. Lex, du läufst weg von mir. Oh, das ist nicht gut. Die werden mich komplett zerlegen. Ich bin hier oben. Ich hab eine Farm hier nur ein bisschen. Team B, also andere Leute aus Team B machen hier gerade den. Day is rising. Bitte Tag, hilf mir. Ach, schade, bin ich weggekommen. Ja, das waren EdoP, Shobi und AK oder so. Hey, kein Ding. Ich würde sie einfach. Genauso wie du, Angelo. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich glaube, die waren ein bisschen tilted, dass wir die beim Boss angegriffen haben. Nein, meinst du wirklich? Ich weiß nicht. Viel Spaß. Hallo. Danke fürs Aufpassen, Guys. Ja, wenn wir nicht zu ist. Ach, das ist doch Alui. Was hatten die für ein Level? Ja, 23. Also, ich habe nicht Holla getötet. Ich bin jetzt aber bei dem Punkt. Du kannst dich auch hinteleportieren, da wo wir hinwollen. Hallo? Die werfen... Baloui schießt nach Teammates. Das ist Team A.5. Also offensichtlich ist euer Team A2.0, weil ihr greift hier schon wieder gegen Teammates an. Aber ist ja gut. Nein, ich wollte nur deine Reflexe austesten. Bestimmt. Diese erscheinen ja nicht so gut zu sein. Ich dachte, du hast mich nicht getroffen, Baloui. Ja, weil ich dich nicht treffen wollte. Ich habe die Palisade anvisiert. Aha. Hast du Sonne abbekommen? Das ist so frech einfach. Das ist so frech. Wir gehen jetzt mal Zeug saven. Aber es könnte sein, dass Team A hier nochmal vorbeiguckt. Die haben uns vorhin schon einmal rasiert. Passt auf euch auf. Jawohl. Ja, stimmt. Dalu war eigentlich First Blood. Das ist richtig. Aber auf der hat hier so eine kleine, der hat hier so eine kleine Extra-Mechanik-Pia. Der wirft ganz viele Fallen auf den Boden. Du hast hier so Rüstung außenrum. Und dann muss man irgendwann die Rüstung nehmen. Dann wird man unverwundbar und kann die ganzen Fallen auslösen, damit da nicht zu viel rumliegt. Ach lol, das wird lustig. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass uns Team A mitnimmt, ne? Ja, Quatsch. Aber ich hab auch nicht so Level 15 und so. Also die Sonnendamage. Alter! Du kriegst übrigens kein Sonnendamage, wenn du Leute aussaugst. Gut zu wissen. Ja. Die hab ich da nochmal reingeschlagen. Wie ich halt einfach sterbe. Aber du machst das, ne? Ganz entspannt machst du das. Ja, ich mach das, alles gut. Wo bleibt er denn? Ich muss gleich Angelo holen, aber hier ist ja gar keine nee, nicht Sonne. Du. Hier ist nirgends Sonne. Ja. Ja. Die ist komplett gone einfach. Einfach betrayed bei Tagesrhythmus. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich zu dir komme. Ja, gleich, keine Sorge. Bass. Verbrennst du denn, wenn du mich wiederbelebst? Ja, ne? Bin mir nicht sicher, ich glaube nicht. Man kann auch irgendwie, gibt es nicht Emotes auch? Alt gedrückt halten ist die Emotes. Oh mein Gott, ey, sind die komplette Schatten einfach gone. Es gibt auf der ganzen Welt keinen Schatten mehr. Auf der ganzen Welt keinen Schatten mehr. Das tut mir leid. Ja, ist ein Millimeter Schatten gerade, den nutze ich mal so lange. Alter, mein Outfit sieht richtig cool aus. Ich sehe aus, als könnte ich, als hätte ich Geld. So, nicht Geld? Wo bleibt er denn? Ich will deine Schlaufe. Jetzt aber schnell in Schatten, Angelo. Hast du eine Armbrust? Nein, wieso?
Sah gerade so aus. Ja. Aber will ich unbedingt haben. Ja, die können wir dir auch holen. Ich glaube, die können wir sogar craften. Wie viele Arten von Waffen und so gibt es denn eigentlich in dem Spiel? Also du kannst jedes Werkzeug auch als Waffe nutzen. Die werden auch praktisch später zu Waffen. Das heißt, du hast Schwert, Äxte, Hammer. Später kriegst du noch Speer. Dann kommen noch so Armbrüste dazu. Und dann Sensen und so Klingen, die du an den Armen basically hast. Oh, krass. Die stehen alle auch so ein klein wenig für so unterschiedliche Spielstile, sage ich mal. Alexium. Also diese Klingen, die erinnern mich immer so ein bisschen an Demon Hunter in WoW oder so hieß das, hießen die, glaube ich. Solche Waffen sind das. Geil. Und die sind richtig, die sind so fast, die sind sehr Assassin-like, die eignen sich gut, um gegen Spieler zu spielen und so. Sensen sind sehr gut, was Flächendamage angeht, und die sind eher so für so PvE oder Tank vielleicht sogar. Gibt es so richtig klassische Magier? Es gibt halt die Spells generell. Wenn du Magier spielen willst, geht es. Dann brauchst du aber möglichst hochprozentiges Gelehrtenblut. Weil das verringert deine Zauberabklingzeit, gibt deinen Zaubern mehr Damage und wenn du Glück hast, also wenn das wirklich sehr qualitativ hochwertig ist, wird die Cooldown deiner Spells mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit resettet, wenn du castest. Das heißt, du hast dann halt keine Cooldown mehr, wenn du das gut machst. Also das möchte ich ganz viele gelehrte Sklaven haben. Richtig. Wobei wir nicht als Sklaven brauchen. Wir brauchen nur einen gelehrten Sklaven mit 100% Reinheit. Nee, also ich hätte gerne schon mindestens drei, weil ich kann ja nicht jeden Tag das gleiche essen. Ja, das verstehe ich dann. Da gehe ich mit. Ach stimmt, wir können auch Kupfer direkt mitnehmen, Angelo. Das ist actually... Ja, ist da. Da ist er ja, Grayson. Aufpassen, wir haben hier jetzt nicht so viel Schatten gerade. Ja, das mit dem Schatten ist eher Mist gerade. Ja, aber es wird zum Glück gleich Nacht. Au. Kupfer ist wichtig. Das dauert eine Weile, ne? Abbauen. Ja, es dauert wirklich ein bisschen. Halt, mit höheren Gegenständen geht es schneller. Arbeiterblut ist halt super. Das kriegst du sogar hier in der Höhle. Dadurch erhältst du mehr Rohstoffe vom Abbauen und es geht schneller. Geil. Ich habe wieder Silber. Soll ich wegschmeißen oder es schränkt einen halt schon ein, ne? Ja, schmeiß es erstmal weg. Wobei, wenn es ganz wenig ist, können wir es trotzdem mitnehmen. Ich hab gerade auch welches gefunden, dann ich das immer. Alter, wie viele Fallen wollen sie bauen? Ich mach das mal eben, oder? Jawohl. Du brauchst nämlich so später für die wirklich guten Sachen so 300 Silber oder so. Also es lohnt sich wirklich zu sammeln. Eieiei. Joden ist er übrigens, der Errol, der Steinbrecher. Genau, da gehe ich jetzt auch hin. Hast du Silber noch? Oder hast du weggelegt? Nee, das habe ich weggelegt, aber können wir gleich machen. In der Kiste, oder? Ich zeig's dir gleich, warte mal. Boah, 46% Arbeiter trinken hier. Weil irgendwann despawned ist, deswegen. Au! Was? Ich komm mal hoch. Lümm. Okay. Ja, der gute Errol. Oh! Was willst du denn von mir hier? Okay, ich hol mal Rüstung. Cool. Das Kampfsystem ist wirklich gut. Also man merkt, dass es vom Battleride kommt. So krass, wie viele Leute sagen, ey, Battleride war voll cool und man merkt das und ich mochte Battleride, aber ich hab, also Battleride ist bei voll vielen gefühlt trotzdem untergegangen. Ja, ich hab's halt einfach nicht bekannt, so. Ja, ein paar Wochen gespielt. Ja. Das Spiel an sich war mega, mega cool. Ja, ich habe auch das Battle Royale Spiel von denen gespielt und das war sogar auch sehr cool, weil ich den Spielstil halt mochte. Ich mochte das Kampfsystem einfach. Rambo Royale, ne? Oder? Ups. Nee, das hieß Battle Ride Royale. Ja. Da hast du hast die gleichen Charaktere gehabt wie im Battle Ride. Alter, du hast nice. Skins öffnen können und so. Ja. Und bist halt nur runtergefloppt. Und hast dann Sachen gesammelt. Dankeschön, Kev, der Schornsteinfeger, für den verschenkten Zapf. Dankeschön und Dankeschön, Mastermenio. Nice. Vielen lieben Dank. Wir haben jetzt sogar eine neue Ability. Was haben wir bekommen? Was ist der für eine Ability? Das Berserker Rage Ding. Popuna Aegis. Dadurch kriegt man mehr Attack Speed. Können wir schneller abbauen. Ja, sehr gut. Okay. Können wir ganz kurz regenerieren hier. Ist sogar ganz praktisch, wenn man hier noch so ein bisschen lootet. Ah, weil hier das Schleifstein liegen. Brauchen wir auch noch ein paar von. Nice. Ja, ich kann mich jetzt zum Beispiel, solange ich das Silber habe, nämlich auch nicht heilen. Das heißt, ich werde das einmal ganz kurz weg. Ja.
Kann sogar sein, dass ich deins mit aufgesammelt habe, weil ich habe 10 Münzen mittlerweile. Ja, kann sein. Hm? Ich hatte 5, glaube ich. Ja, dann passt es. Und wenn man Silber zu lange trägt, wird man komplett blind, wird gerade geschrieben. Was? Ja, weiß ich nicht. Kann gut sein. Ich habe es noch nie so lange getragen, tatsächlich. Spannend. Du bist mal recht schnell weggebracht. Das brauchen wir jetzt später, um bei Händlern zu traden, aber dafür müssen eh noch einige andere Sachen passieren. Ja, ja. Was, wie kann ich mir das denn mit dem Gear-Level vorstellen? Also wir upgraden quasi immer, ne? Also die Zahl ist quasi, man levelt nicht, sondern es hat, ist nur Gear-Score abhängig? Genau, genau. Okay. Und der Gear-Score ist so, eine bessere Rüstung gibt dir halt vielleicht so 1 oder 2 Punkte. Das heißt, sag mal, wir upgraden unser komplettes Equipment auf die nächste Stufe, dann haben wir, keine Ahnung, vielleicht so 7, 8 Punkte, vielleicht ein 10er mehr, je nachdem. Okay. Und es gibt von jeder Waffe oder jeder Rüstung nochmal eine bessere Version. Das heißt, jetzt gerade tragen wir die Nachtschratweste. Ja. Die gibt es auch nochmal in einer besseren Ausführung, wo du dann die du trägst, einfach upgraden kannst. Dafür müssen wir aber diese Bücher an diese Wissenschaftstische bringen praktisch, ne? Dass wir die Rezepte dafür lernen. Mhm. Die sind dann nicht so leicht zu kriegen. Ja, das ist alles so Stuff, der nebenbei passiert. Was ich zum Beispiel auch gemerkt habe, ist, man kann halt sehr viel farmen, um die ganzen Ressourcen zu kriegen. Aber bei manchen Sachen lohnt sich sogar fast mehr, einfach in irgendein Gebiet zu gehen und da zu fighten oder so. Mhm. Das einzige Problem ist, dass sehr hochlevelige Gegner in der Theorie deine Rüstung sehr schnell kaputt machen. Weil die ja auch irgendwann so ein Level, wo die kaputt ist. Ja. Und das zu reparieren kostet dann halt schon einiges an Rohstoffen. Also man sollte wahrscheinlich immer so eine gesunde Mischung aus Fighten und einfach irgendwie Farmen und... So. Ich finde das zwar unfassbar spannend, was Bart erzählt, aber ich möchte auch selber noch ein bisschen was rausfinden. Und das ist mir ein bisschen zu viel gerade. Ich will selber auch noch Sachen entdecken. Deswegen... Jetzt habe ich meine Blutgruppe geändert. Spannend. Ach, da sind die Blutrosen. Jetzt weiß ich auch, wie die aussehen. Da war ich mir nicht so sicher, aber now we know. Dankeschön, Legendary, für die 12 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Weil wir Sachen farmen müssen, Clappy. Wir brauchen die Ressourcen. Und mir geht's gut, danke der Nachfrage. Ich kann mich nicht beklagen. Mir geht es sehr, sehr gut. Mein Orientierungssinn ist nur... nicht so gut. Hallo, den sie will, ja. Ein wunderschön. Mein Orientierungssinn ist nur nicht so prickelnd. Ach, kommen wir hier gar nicht weiter? Das ist ja scheiße. Dann ist das ja totaler Blödsinn, hier reinzulaufen. Der Orientierungssinn ist also wie immer. Wow. Frechdachse. Ihr seid schon ziemliche Frechdachse. Das finde ich so nicht okay. Hallo, Baulik. Und hallo, der Informant. Mir geht's sehr gut, danke der Nachfrage. Hier ist also ein schlingster Bumster, wo man reinkommt. Aber wir wollen ja eigentlich auch erstmal wieder zurücklaufen gerade.
Und dann gucken. Was es noch so zu finden gibt. Ich darf halt auch nicht zu weit nach vorne preschen heute. Weil wir am Morgen in der Früh um 11 Uhr mit Maxim spielen. Und wenn ich da jetzt am ersten Tag dann schon 30.000 Bosse gemacht habe, ist auch doof. Aber ein bisschen muss ich. Ich habe hier Lara Loft, die ist 31 gerade. Ja, dann sollten wir vielleicht mal ein bisschen weiterlaufen. Ja. Hi Lara. Lieb bin ich. Ey, es wäre super lieb, wenn du mich einfach laufen lässt. Ich sing dir auch was vor, wenn du möchtest. Ich weiß nicht, ob Lara Wollstedt anhat, sie antwortet. Ja, ja, sie hat gerade eben schon mit mir gesprochen. Ah, okay. Dann laufen wir mal zusammen. Oh, der Fuchs hat ja mehrere Schwänze, das ist ja giga cool. Ja, der Fuchs vor allen Dingen, der Wolf. Tier und ich, ne? Alter. Ah, oh, Fischkopf. Na, moin, moin. Oh, schön, euch zu treffen. Hi. Ich bin gerade ein bisschen geschädigt. Ey, Fischi, wir haben uns schon so lange nicht mehr gehört, ne? Ist so schön. Ja, wenn ihr Silber wollt, gebe ich euch was. Ihr guckt, das ist die Hälfte, das gute Zeug. Ansonsten, guck mal, ich habe noch was anderes Gutes hier, das ist die feinste Ware. Guck mal, das hier, vielleicht. Richtig was raus. Okay, ja, warte, dann, weißt du, ich gebe dir die Hälfte hiervon. Das ist die Hälfte von dem, was ich dabei habe. Und ich gebe dir sogar noch den hier. Da kannst du nicht nein sagen. Scheiße, Mann. Ey, das wäre super lieb, weil ich kann echt, also ich muss laufen. Das ist echt ärgerlich. War nicht so ertragreich, hey, Alter. Gerne, ne? Aber gucken wir doch mal an. Also Level 21, weißt du, der hat halt echt nicht viel. Ah, der ist auch noch, ich bild den gerade aus, also ist noch in den Anfängen, ja. Er hat auch tatsächlich gerade gesagt, Lara ist ein toller Fuchs. Ich weiß nicht, aber also Tier What? Scheint auch noch nicht zu verstehen. Was du, du Arsch, Alter. Ja, okay, viel Spaß tschüssi. Euch, ne? Danke. Bis später. Kurzi. Ich hab den nicht die Hälfte von unserem Kupfer gegeben, alles gut. Sehr gut. Du Lügner. Alter. Ja, da habe ich die aber ausgetrickst. Dreckiger Lügner. Ich hatte kurz Angst, dass wir da sterben, bin ich ehrlich. Na, meinst du nicht, wir wären noch weggekommen? Ich nicht, weil ich kann kein Wolf werden. Ah ja, stimmt. Da war genau, ja was. Deswegen, also es hätte keine Option gegeben, wie ich da jemals rauskomme. Außer wir töten sie. Ja gut, aber die waren schon relativ... Also Lara schon Stufe 31, hör mal. Also 31 ist wirklich krass. Die müssen echt viel gemacht haben. Ah gut, wir sind ja auch, ne, auf dem Weg. So, wir bringen jetzt auch ein bisschen Kupfer zurück. Vor allem, du hast ja auch nichts abgeben müssen, das war auch super. Ja, so sieht's aus. Dass die auch noch geglaubt haben, als ich gesagt habe, dass du nichts hast, ne, also... Also, ich will ja nichts sagen, ne, aber du bist in einigen Streams, Bart. Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Dinge geklippt werden und dann dort landen, sind sehr hoch. Und ich möchte halt, wenn ich mit dir unterwegs bin und ich versuche dann als ehrliche Person zu verhandeln, will ich halt nicht, dass mir niemand mehr glaubt, weil du Leute belügst. Ich hätte dir fast geglaubt, bis du gesagt hast, als ehrliche Person, da wusste ich... Ich bin eine unendlich ehrliche Person. Ich weiß gar nicht, was das gerade für eine Ansage hier ist. Ja. Ist schon frech, also, was du mir hier gerade unterstellst. Ich würde dir nie was unterstellen. Nee, nie. Gar nicht, auch. Nie. Ich habe das ja fürs Team gemacht, guck mal. Ich habe uns ja... Ah, jetzt ist es das Team und jetzt sind schon wir schuld, ne? So schnell geht's. Gar nicht schuld, das war, weißt du, eher so... Warum blamest du uns jetzt alle? Sehr schön. I like. So. Dann gucken wir mal. Geil wäre es noch, wenn ich hier einfach sagen könnte, schmeiß mal. Wobei, wo konnte ich ein Kupfer und Co. jetzt da ablegen, wo die Truhen schon Kupfer fassen? Ja, Kupfer kannst du einfach in die Schmelzhöfe reinschmeißen. So. Compulsive Count oder so. Ja. Ah, ja, stimmt. Oh, wir haben richtig viel jetzt. Das ist sehr gut. Also man verbraucht natürlich auch viel, ne? Du kriegst ja immer nicht aus einem Kupfer auch ein Kupfer. Ja. Habe ich sehr gut erklärt, glaube ich. Auch nicht immer aus einem Kupfer ein Kupfer. Klar. Richtig. Alles klar.
Ja. Ich erinnere mich auch noch damals im Matheunterricht. Da hat unser Lehrer halt auch genau das gesagt. Du bekommst nicht immer ein Kupfer aus einem Kupfer? Nicht ein Kupfer aus einem Kupfer. Das ist wahr. Was für Weisheiten. Ich fühle mich erleuchtet. Du solltest Philosophie studieren. Habe ich euch schon von der Zeit erzählt, wo ich Philosophieunterricht hatte? Nee. Habe ich auch nicht, weil ich hatte nie Philosophieunterricht. Ja. Ah, also bist du quasi naturgeborener Philosoph. Richtig. Krass. Ja. Er hat sich irgendwann eines Tages einfach mal die Frage gestellt, warum ist die Erde und die Welt aber so, wie sie ist? Und dann warum ist die Erde, habe ich einfach gefragt. Warum ist die Erde? Warum, ja? Wer hat sich das ausgedacht? Oh nein. Warum? Was ist eigentlich so? Wer war zuerst da? Die Erde oder? Die Erde oder? Genau. Einfach nur die Erde oder? Oder Philosophie. Das ist schon zu viel, Bess. Das ist schon zu viel. Die Erde. Was? Eindeutig, nur die warum Erde. Eigentlich? Die Erde. Wer war zuerst da? Die Erde? Ich fange mal an, unsere Burgmauer ein bisschen zu verschönern. Wir haben ja nur eine Mainbase als Team, ne? Absolut richtig, Bob. Heißt, wir dürfen kein Diener-Tor setzen bei uns. Außen. Was ist ein Diener-Tor? Das ist ein Tor, welches Diener nicht öffnen können. Es hat so ein rotes Siegel drauf. Und das ist das, was wir nutzen, um die Mainbase zu markieren, laut Regelwerk. Ja, wir haben voll die coolen Sachen gelernt. In der Tat. Also kurz chillt hier einfach eine Base. Die Glutkette. Die Glutkette hast du gelernt? Ja. Geil. Die hat 4% Bewegungsgeschwindigkeit. Au, au, au. Verbesserte Blutdistanz. Wir brauchen so ein... so eine Blutpresse mal, ne? So. Ja, du, Angelo, brauchtest vorhin Fäden oder so noch, ne? Zum Upgraden von deiner Rüstung. Was machst du da gerade mit Chico? Hallo? Warum sagst du nichts? Woher kriege ich Tücher? Die kann man gerade auch noch looten. Ich habe ein paar, warte. Lass mal gucken, wie viel ich noch brauche. Keine, super. Dann schmeiße ich die mal hier hin. Wo bist du? Ich bin bei der Gerberei gerade und hol mir hier Leder. Ja. Oh, danke schön. Drei Stück. Und die lootet man auch einfach von Leuten, oder wie? Genau. Kannst du später auch craften, aber das dauert immer alles ein bisschen. Guckst auf die Karte, guckst, wo halt Tücher steht und dann haust du da einfach die Fässer kaputt. So, und dann liegen da mal so ein paar Tücher drin, zum Beispiel. Das ist ja weit weg. Ich muss einen Boden legen. Wie kann ich das machen? Du drückst B, das ist das Baumenü. Ja, bin ich. Und dann hast du bei Burg unten bei dem Reiter Etagen. Ich habe nicht Ahnung, mal Etagen Tücher freigeschalten. Aber ich dann das Bodenbelag, den du legen kannst. Ich habe noch nicht mal Tücher freigeschalten. Also aber ich habe noch nicht gefunden, wo ich bin. Also dafür muss erstmal Platz sein irgendwo. Und wir müssen da vorher schon das Gebiet irgendwie markiert haben. Was sollte eigentlich hier machbar sein? Probier es mal vorne vom Tor maybe direkt. Ja, darf ich nicht. Aber da steht 50 von 80, also ich dürfte ja noch, also wir haben ja auch keinen Boden. Ach so, du musst die Grenze legen. Das kannst du hier oben nicht mehr, das kannst du hier oben machen, wenn du möchtest. Guck mal, hier unten an der Treppe, da kannst du einfach anlegen. Okay. Oder? Warte mal kurz. Ja, ich brenne, warte. Hier in der Tür. Nicht brennen, es gibt Lösungen. Es gibt auch Rasen. So, nee, stell dir mal vorständig ein Schlosszimmer, in dem du Böden verlegst und umgeben einen Bergmauern baust. Dann müssen wir erst die Mauern fertig bauen. Dafür brauchen wir gerade noch ein bisschen Holz, was verarbeitet ist. Ah, um die restlichen. Ah, jetzt verstehe ich. Genau. Bitte auf der Suche nach unbefleckten Herzen. Ich gehe dafür ab. Ich glaube, ich habe welche für dich. Aber nicht die befleckten, ne? Ah, ich hier. Ich guck gleich. Ich habe irgendwo welche auch reingeworfen. Und ich trage noch ein unbeflecktes mit mir. Genau. Ich pack dir das hier in die Kiste. Wir haben hier die Blutpresse jetzt. Die ist hier. Hier drüben. Ne, du kannst einfach hier rüberkommen. Die gute alte. Da kann man die unbefleckten Herzen reinschmeißen. Dann kriegen wir so Blutessenz dadurch. Wo sind die jetzt? Verdorbenes Herz. Das dauert aber ewig lange. 3 Minuten für ein Stück. Kann man das für nichts anderes nutzen? Die Herzen? Ja. Die kannst du essen, dann füllt sich deine Blutbar unten, also diese Bubble wieder komplett auf. Okay, ja, dann lieber Essenzen draus machen, I guess. Ja, kannst auch Ratten einfach mampfen, wenn du mal kein Blut mehr hast. Ja, das ist fein. Die haben meistens auch keine Klasse, die sie dir geben, deswegen lohnt es sich halt immer, irgendwas auszusaugen, ja.
Ich find's nicht so gut, dass hier so viele Sachen... dass unser Schattending ist nicht so gut platziert. Ja, es hat halt nur eine gewisse Maximale. Wir bräuchten halt eigentlich zwei. Und das musste weiter also darüber und das andere muss auch weiter da. Also ich will mich ja nicht beschweren, aber... Sobald wir einen Boden gebaut haben, brauchen wir das eh nicht mehr, weil wir dann ein Dach haben. Daran sitze ich gerade. Genau, ich versuche auch gerade Rohstoffe dafür ranzuholen, damit wir das... Wir erstmal müssen ja nicht überall Mauer rumziehen, oder? Wir können ja erstmal gleich Teil... Ja, hier vorne, wo ich stehe, würde ich das ganz gerne machen, hier hinten. Wir können aber, also am nächsten Tag haben wir safe die Wände komplett rumgezogen. Ah. Ziemlich sicher. Ja. So lange brauchen wir nicht mehr. Ich hole, wie schon gesagt, gerade die Rohstoffe. Aber wenn wir das erstmal hier machen, ist es ja ganz praktisch, weil die Dinger produzieren dann ja einfach schneller. Das kannst du sehr gerne machen. Wir müssen die Wände dann halt später wahrscheinlich nochmal einreißen. Das wastet immer ein bisschen Rohstoff, aber ist nicht schlimm. Also hier würde ich jetzt, ich müsste noch eine Wand ziehen, richtig? Und dann müsste ich...